Die Deutschland-Cup-Pause ist ja traditionell die erste Zäsur der DEL-Spielzeit. Und da kann man heuer bei den Straubing Tigers durchaus zufrieden sein. Zu dem Zeitpunkt letzte Saison hat Straubing nach 16 Spielen 6 Punkte und 2 Siege. Und dieses Jahr haben wir 8 Siege und 23 Punkte. Und ich glaube, da merkt jeder, dass wir hier, was auch unser Ziel war, Fortschritte machen. Ja, ich denke, wir hatten einen sensationellen Start, haben wir alle gewusst. Wir haben auch gewusst, dass wieder andersrum gehen wird und sind dann die letzten Wochen ein bisschen bestraft worden für unser Spui. Aber ich denke, gerade in den letzten Wochen haben wir jetzt wieder zurückgefunden zu unserem Spui und wie gesagt, ist eine enge Liga. Wir müssen jedes Wochenende 3 Punkte holen, dass du dabei bleibst und das versuchen wir jetzt natürlich, das versuchen wir mal zu machen. Jetzt haben wir erstmal Pause und dann geht's weiter. Die Pause ist natürlich wichtig, um physisch und psychisch neue Kräfte zu tanken. Die letzten beiden Einheiten vor der viertägigen Pause auch schon nicht mehr so bierernst. Die Spieler hatten quasi Larry frei. Mitchell sah sich das Geschehen von der Tribüne aus an. Gerade die 2 Tage, wo der Spaß im Vordergrund steht, ist es manchmal auch gut, einen anderen Trainer das Kommando zu geben, dass die Spieler seine Übung kriegen, dass die Spieler auch nicht immer meine Stimme hören, das hören sie tagtäglich und zweitens, es gibt Rob Liesk auch die Möglichkeit, mehr Erfahrung zu sammeln, dass er sozusagen der Chef auf dem Eis ist. Und auch auf dem Eis stand der Spaß im Vordergrund. Die Verlierermannschaft muss jetzt mit kompletter Montur zum McDonald's gehen und blau ein paar Cheeseburger bringen. Das taten die Roten dann auch. Hier ein paar Bilder von dieser Aktion. Zurück zu den ernsthafteren Seiten dieses Sports. Einem ganz starken September mit der zwischenzeitlichen Tabellenführung folgt ein eher durchwachsener Oktober. Insgesamt liegt man mit fast 3 Punkten pro Wochenende, aber wie gehört, absolut im Soll. Zufrieden ist der Tiger Domteur vor allem mit den Special Teams und der offensiven Produktion. Größte Baustellen aus seiner Sicht das Vor- und Backchecking. Ich denke, dass wir einige Schwächen im Backchecking gezeigt haben, dass wir sehr willig sind, was Backchecking angeht, ist klar. Aber manchmal nehmen wir den falschen Mann, das trainieren wir sehr oft, das werden wir auch in der Pause, so nach die 4 Tage frei, was die Jungs bekommen, werden wir es nochmal trainieren. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist, wir sollen und müssen im Vorchecking konstanter werden. Ich denke, besser werden ist wahrscheinlich das falsche Wortschatz. Ab Montag starten die Tigers wieder durch. Dann vielleicht auch schon mit dem Neuen an Bord. Gestern trudelte nämlich die Mitteilung ein, dass man den 23-jährigen Deutschkanadier Austin Madaisky von der NHL-Organisation der Columbus Blue Jackets verpflichtet hat. Mitchell ließ schon bei unserem Interview durchblicken, dass wenn dann Handlungsbedarf in der Verteidigung besteht. Man hat gesehen, wenn 2 verletzt sind und Rosenheim die Verteidiger uns nicht abgibt, dann sind wir teilweise unterbesetzt. Da haben wir mit 5 gespielt und das kann man nicht auf Dauer machen. Zumal die Aufgaben nach der Pause ja nicht unbedingt leichter werden. Zu Hause gegen die topbesetzten Münchner und dann in Düsseldorf wird es eine erneute Herausforderung, den 3-Punkte-Schnitt, der am Ende in die Playoffs führen soll, zu halten. Ja, München, absolute Top-Mannschaft. Derby, da brauche ich nicht viel sagen, da brennt die Bude. Und in Düsseldorf ist es immer schwer zum Spulen. Die haben einen sehr guten Kader, eine sehr gute Mannschaft. Wieder ein extrem schweres Spiel. Aber das sind für eine kleine Organisation wie die Tigers ja alle Spiele in der DEL. Und bisher machen sie das in dieser Jubiläumssaison überragend.